Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hoys82 und ich bin der immer noch beim Micha von Michas Filmwelt. Und ihr werdet es jetzt nicht glauben, wo wir jetzt hinfahren werden. Wir fahren jetzt ohne Scheiß zu Andi. Zu Andi? Welcher Andi? Na, Andis Kinoblog. Oh, Tunnel, um Gottes Willen. Auf jeden Fall sau cool. Echt danke für das Organisieren. Das war jetzt eine extrem spontane Idee, dass wir jetzt zum Andi fahren. Unglaublich geil. Und ich bin schon extrem gespannt, wirklich auf die Ghostbusters-Sammlung, wo er da hat. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ja, wir fahren jetzt ungefähr noch 10 Minuten, haben wir gesagt. Und dann schauen wir uns die Sammlung an. Vielleicht gibt es auch ein Interview mit ihm. Es wäre echt cool, irgendwas ihm zu erfahren, von seiner ganzen Sammelleidenschaft, wie es dazu kam. Und sind wir mal gespannt. Und wenn er dann Lust und Laune hat, gibt es auch noch ein Overview von seiner Sammlung. Wäre natürlich absolut cool, wenn es echt klappen würde. Echt cool. Und ja, seid gespannt und bis dann beim Andi. Juhu! Ja, liebe Filmfreunde, ihr werdet es nicht glauben, ich stehe jetzt ohne Scheiß in den Ghostbusters Heiligen Hallen vom Andis Kinoblog. Yeah. Sau geil, ja. Andi, herzlichen Dank, dass du gekommen herkommen darf. Ich bin extrem echt nervös und ich habe schon seit der Sammlung angeguckt und was soll ich sagen? Der Wahnsinn. Ja, schön, dass du hier bist. Völlige Wahnsinn, ja. Echt coole Sache. Und ja, ich möchte gerne mit dir ein Interview mit dir führen. Ist das irgendwie möglich? Natürlich. Ja. Genau, cool. Ja. Wo wollen wir denn da hingehen? Ich würde sagen, hinten in die heiligen Hallen meines Wohnzimmers. Hinten in die heiligen Hallen des Wohnzimmers. Okay, das machen wir jetzt mal. Und dann gibt's, also ob wir jetzt hier wirklich so eine komplette Overview machen können, wie jetzt bei Mich oder beim Roland. Ich bin immer noch sprachlos, immer noch. Jetzt geht's erstmal das Interview. Bis gleich. Ja, liebe Leute, ihr werdet es nicht glauben, hier sitzt er wirklich vor mir leibhaftig an diesem Kinoblog. Ja, wirklich cool, dich echt jetzt zu treffen. Echt hammercool, dass es so spontan jetzt geklappt hat. Das war ja wirklich so eine Kurzschlussaktion eigentlich. Dank meiner Planung. Dank deiner Planung, Entschuldigung, meine Planung. Ja, die Planung wieder von mich. Okay. Ja. Andi, also herzlichen Dank, dass ich mit dir hier Interview führen darf und deine Sammlung angucken darf. Und sehr gerne. Ich bin wirklich extrem beeindruckt, wirklich wahr. Ja, eigentlich ist das ganze Haus eigentlich ein Ghostbusters-Haus. Das ist die Wache von Ghostbusters. Aber ein bisschen viel Slime ist hier unterwegs. Also hab schon Angst, dass mich hier irgendwie... Und eine Katze? Ja, der muss natürlich jetzt mit am Start sein. Klar. Kommst du wieder zu mir? Bist du so lieb? Ja, der bestimmt. So lieb, ja. Ach, das sieht man gar nicht. Schade. Jo. Okay, ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet. Du bist ein paar, du bist wohl 23 Stück. Ach du Scheiße. Jeder musst du das auch durchmachen. Ja. Ja. Aber wir können uns ja auch ein bisschen sputen. Ich denke mal, das wird eh nicht klappen, aber ihr wisst, die Rede immer gar nicht. Ja. Okay, Andi, du machst ja auch, glaube ich, YouTube, oder habe ich so mal mitgekriegt? Ja, wir haben so eine Funkstille gehabt miteinander durch Meinungsverschiedenheiten, aber das hat sich alles gelegt, hoffe ich jetzt Gott mal. Gott sei Dank. Ne? Und ja, seit wann machst du eigentlich jetzt schon YouTube-Videos eigentlich? Denke, so jetzt seit 4 Jahren. Ja, 4,5. Okay. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber das ist schon so die Zeitspanne. Okay, cool. Und wie bist du drauf gekommen, YouTube-Kanal zu machen? Ja, das war irgendwann mal eine Geschichte gewesen. Ich sammle ja natürlich, habe ja mit dem Film sammeln angefangen. Da war Ghostbusters noch nicht so das Thema jetzt in meinem Leben. Und es ging damals um dieses IT-Raumschiff, was man da hinten sehen kann. Und ich habe dann auf Amazon, weil es das damals zum Vorbestellen gab, dann... du bist ruhig jetzt. Der, bist du auch? Ja, der... Komm her. Der macht hier alles kaputt. Der klaut dir auf jeden Fall die Show. Der klaut mir die Show. Ne? Naja, auf jeden Fall, ich habe die Rezensionen gelesen und da gab es so viele negative Rezensionen, wo ich gedacht habe, damit kann ich nichts anfangen. Es gab positive, es gab negative und dann habe ich mir gedacht, ich bestelle das einfach und räume mal praktisch mit diesen falschen Rezensionen oder was, man kann ja nicht sagen falsch, aber da waren schon wirklich üble Sachen dabei. Ich weiß. Plastikscheiße und so. Ich habe einfach gedacht, komm, ich bestelle das Ding, mach einfach mal, das war so damals auch mein erstes Video, mit dem Handy habe ich das gedreht und wollte eigentlich damit mal aufräumen und habe dann eigentlich mein erstes Video gemacht auf YouTube. Hochgeladen, um eigentlich den Leuten mal zu zeigen, das ist eigentlich doch nicht so schlecht. Okay.
und mich verwirren immer so diese ganzen Rezensionen von den Leuten. Ne? Und es hasse ich einfach, weil ich muss ganz ehrlich auch zugeben, ich lese mir gerade durch, weil es mir einfach nur aufregt. Ja, ja, genau, genau. So, und dann habe ich mein erstes Video gemacht und als das Paket dann kam, musste ich für mich feststellen, das war das einzig Richtige, das Ding zu bestellen. Ja, weil es mir gefallen hat. Mir hat es auch gefallen. Und dann war der Kanal auch schon geboren. Okay, cool. So. Und dann habe ich dann irgendwie Spaß dran gehabt und dann habe ich das weitergemacht. Hm. Das war eigentlich so die Grundidee von Andis Kinoblog. Okay. Mit CK. Mit CK. Und genau, warum mit CK? Ja, dumme Geschichte. weil du schon so... Ja, ich wollte es gerade bei mir. Das gehört zur Geschichte. Genau. Bevor es den YouTube-Kanal gab, gab es die Andis Kinoblog Facebook-Seite. Und beim Einrichten dieser Seite wollte ich das ja auch mit G schreiben. Also es ist ja nicht so, dass ich der deutschen Rechtschreibung nicht mächtig bin. Aber es ging einfach nicht. Er hat es mir nicht gestattet. Dann habe ich gesagt, ach scheiß drauf, jetzt mache ich es mit CK. Denn Vorbild für mich war McDonald's damals mit dem Werbeslogan leckt echt Schmecker. Und dann denke ich mir, wenn McDonald's das so machen kann, dann kann ich das auch so machen. Ja? Ich habe am Anfang, muss ich sagen, wirklich viel Beef dafür gekriegt. Ne? Rechtschreibnoob, du kannst nicht schreiben, naja. Aber das war mir dann immer voll egal. Ja. Und mit dem CK sage ich jetzt für mich, ich untermauere dann dieses, wird ja scharf gesprochen, Plock. Ja. Ja, und damit untermauere ich einfach meinen Kanal. Sehr geil. Scheiß drauf, ist halt so. Okay, was kann man von deinem Kanal noch erwarten in der nächsten Zukunft? Ja, ich hoffe, dass ich natürlich weiterhin meine Videos mache und dass ich noch ganz viel Merchandise bekomme von Ghostbusters, weil das ist momentan einfach so, was ich am liebsten, muss ich sagen, mache. Weil dieses Franchise für mich einfach, keine Ahnung, das ist noch nach 30 Jahren ein sehr starkes Franchise. Es hat eigentlich mit Star Wars zusammen niemals abgeflacht und jetzt auch gerade diese Neuerscheinungen wieder, Playmobil, Lego, es kommt immer wieder was raus. Ja, und das denke ich mal, werde ich auch so weitermachen. Natürlich auch die Filmsammlung. Aber ich muss dabei sagen, ich bin jetzt auch in den letzten Wochen ein bisschen sanfter geworden mit Sachen zu bestellen. Mhm. Weil, ja, ne? Man muss es irgendwo, ist halt trotzdem nur Hobby, ne? Genau, es ist Hobby und ich will jetzt auch nicht mehr alles unboxen, weil ich auch momentan selber die Zeit gerade nicht habe. Das ändert sich vielleicht irgendwann mal wieder im Laufe der nächsten Monate oder Jahre, wenn ich hier mal mit dem Haus alles durch bin. Es ist einfach gerade ein bisschen schwierig, ne? Aber natürlich will ich das weitermachen und wenn es halt mal Phasen gibt, ich denke, die hat auch jeder von euch mal einfach mal sagt, ich habe einfach keinen Bock, jetzt mal Videos zu machen. Weil es ist halt, und das merken die meisten Leute einfach nicht, das können nur wir sagen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Egal wie einfach auch ein Video trotzdem gestaltet wird, es ist Arbeit, man muss es aufnehmen, man verspricht sich sehr oft. Dann muss man es nochmal neu drehen oder. Ich lasse es drin. Ich lasse es auch drin. Egal. Ne? Und ich denke mal, du kannst das auch so nachvollziehen, dann sagt man irgendwas manchmal vor der Kamera, wo man denkt, ach du Scheiße, was ist das für ein Deutsch, gell? Ja. Aber auch nur, weil die Kamera auf dich zeigt. Ne? Aber das Schlimme ist, also ich verhasse mich eigentlich eh immer, ich habe extreme Wortfindungsstörungen, ich habe immer Wort. Ja, ja, das immer. Geht mir dann und ich kann machen, was ich versuche mir dann zu konzentrieren, und wenn ich, umso mehr ich mich konzentriere, umso schlimmer wird es dann. Ich noch. Weiß noch, damals, als ich immer mit dem Michael Videos gemacht habe, der ist immer total vorher, das ist dann so sein Check, der ist total nervös und aufgeregt. Ja. Ich dann aber ich versuche dann immer so ein bisschen mit Ruhe reinzubringen und dass er dann auch dann wieder runterkommt. Also halt so, ne? Ich muss jetzt feststellen, ich bin jetzt gerade immer nervös. Also wenn ich jetzt vor der Kamera sitze, ist jetzt eigentlich... Das ja. ist also entweder weil ich jetzt einfach, weil ich immer vor der Kamera sitze. Ja, aber das ist er und das muss auch so weiterbleiben. Aber das ist einfach, ich mich auch jetzt eigentlich auch mit Wild verändert. Ich bin auch jetzt eigentlich Wild verändert für mich. Na klar. Das stimmt jetzt auch, wenn ich es verhasst bin, okay, ich verhasst mich, aber mir wurscht. Das ist mir dann egal. Ist das so. Ne? Es ist ja auch nur menschlich, ne? Genau, das ist ja auch kein Problem. Ne? Genau, das sehe ich und, so. Ja. Okay. Also man merkt gar nicht, dass du so auf Ghostbusters spezialisiert bist, wenn man sich hier rumguckt. Es ist hier echt fast nichts los von Ghostbusters. Also ich bin hier schon ein wenig enttäuscht, dass hier so wenig Ghostbusters ist. Ja, genau. Was fasziniert dich so extrem an Ghostbusters, an dieses Franchise? Was ist da für dich? Warum bist du jetzt so extrem auf dieses Ghostbusters-Feeling aufgesprungen? Oder warum ist das so? Wenn man jetzt mal so 30 Jahre zurückdenkt, da war ich ja noch ein kleiner Stöpsel. 10. Und... ja, guck mal, jetzt gut in Mathe, ne? Ich wurde jetzt gerade schon in der als war ich gedacht. Sehr gut. Ich war 10, sehr gut. Er hat mir jetzt den Arsch gerettet. Ich war 10 und ich war damals beim ersten Teil im Kino und ich hatte damals, also beim zweiten Teil und da kam Vigo. Und vor Vigo hatte ich immer Angst gehabt. Ich war beim Kino, ich war damals mit Freunden im Kino, mit meinen Klassenkameraden. Und ich weiß es nicht, für mich so die prägendste Szene von Ghostbusters 2 war damals diese Gerichtsszene, wo die
Geisterjäger da verklagt wurden, ne, weil sie so ein riesengroßes Loch in die Straße gebaut haben. Und dann kamen die Geister, die Proton Packs kamen da zum Einsatz und ich weiß es nicht. Das hat in mir irgendwann was ausgelöst. Und dann kam irgendwann danach in den 80er Jahren die Kennerspielzeuge. Meine Mama hat mir damals noch so, ich glaube, irgendwann in der Schule, wir hatten also damals auch noch richtige Karnevalsveranstaltungen in den Schulen. Das ist halt hier bei uns im Rheinland so modern, dass halt an Rosenmontag oder an Schwerdonnerstag immer Karnevals. Also was für ein Donnerstag? Das hat gestern der Robert auch gesagt. Was ist das? Schwerdonnerstag. Weiberfassnacht. Genau. Okay. Da ist auch der Brauch, dass man den Männern, die ziehen dann die Krawatte an. Das kenne ich aber nicht. Genau. Die Mädels schneiden die Krawatte ab. Ich bin jetzt der Fasching. Ich auch nicht. War aber damals halt eine Pflichtveranstaltung immer in der Schule. Dann gab es dann in der Turnhalle oder in der Aula so eine Art Karnevalssitzung. Das haben dann die Zehnklässler dann immer gemacht. Ich war ja damals noch nicht so weit. Und ich will jetzt nicht mehr rechnen. Scheiße. Ja, und da habe ich mein erstes Ghostbusters Outfit gehabt. Man hatte so ein kleines Proton-Pack von Kenner, das Spielzeug, was damals raus ist. Und das war einfach dann geboren. Und irgendwann mal so im Jugendalter ist das abgeschwächt, weil dann hat man andere Sachen im Kopf, Mädels, Moped fahren. Ne? Und du weißt ja, wie das so dann in der Pubertät ist. Ja. Und dann irgendwann ist es wieder aufgeflammt. Ja, so war es bei mir bei Star Trek auch. Ne? So auch Pubertät war es auch komplett out. Ja, genau. Ein bisschen peinlich, wenn man Star Trek guckt. Und jetzt auch jetzt im Alter. Ja. Mit 18 hat man dann sein erstes Auto, ein paar Mädels hinten drin sitzen. Ein paar waren es nicht. Ist dann halt so. Ist normal. Naja, aber okay. Und jetzt hast du ja voll aufgeholt, also jetzt ist ja eigentlich alles hier, Ghostbusters, und wie kam es da dazu, zu diesen extremen... Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal, durch einen Zufall bin ich auf YouTube auf ein Video geraten, wo jemand ein Proton Pack gebaut hat, und da habe ich schon geguckt, ach du Scheiße, ist das geil. Damals wollte ich als Kind ein Original Proton Pack haben, und dann sieht man, dass es hier in Deutschland, man muss dazu sagen, damals in den 80er Jahren war das ja mit dem Internet noch nicht so, und man konnte ja auch gar nicht so kontinentübergreifend auf alle Sachen zugreifen. Also man hatte hier gar nicht die Möglichkeiten dazu. Und wir hatten so drei Programme hatten wir damals. Ja. Singsang TV. DZDF und Bayern 3. Ja. So, und durch das Internet ist es halt, ich sag mal, mittlerweile so global geworden, dass du jetzt auch einfach Sachen aus Amerika bestellen kannst. Wirst du ja selber, das ist einfach, das ist der Hammer. Ne? Ja. Also das ist wirklich toll, dass man auch Sachen aus Amerika importieren kann. Das war ja früher in den 80er gar nicht möglich. Ja. Und als Kind denkst du ja gar nicht daran. So. Und ich bin ja noch aus der Generation, ich habe ja mit dem C64 angefangen, mit dem irgendwann dann dieses Modem, dann hast du DSL Lite gehabt mit der 700, also hatte ich schon immer so, also so hat man sich durch die Jahrhunderte praktisch durchgeschlagen. Ich hab mich beim Karstadt immer hingesetzt für 5 Mark und habe für eine halbe Stunde immer Bilder runtergeladen von KISS. Ja, ich hab 2500 Bilder, KISS-Bilder runtergeladen bei Karstadt. Ich habe ungefähr 70 Disketten, glaube ich, mitgenommen. Nur um diese Bilder zu bekommen. Total schwachsinnig. Ja, aber so war es halt mal. Dann habe ich mit demjenigen Kontakt aufgenommen und dann ging das relativ schnell. Okay. Dann bin ich an die deutsche Ghostbuster-Szene geraten und dann hat man so mitbekommen, wie, wo, was funktioniert, und dann kam auch irgendwann ganz schnell nach 3-4 Jahren Prop-Bauer aus England zum Beispiel raus, und man bekommt Adressen, Anlaufpunkte, wo man dann anfängt, dann sich die Teile zu bestellen. Mhm. Und dann lernt man Leute kennen, die das gebaut haben, die Erfahrung damit haben, und schwuppdiwupp hat man festgestellt, hier in Deutschland gibt es eine riesengroße Ghostbusters-Szene. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Mhm. Und so ist das halt entstanden. Okay. Ja. Und schwuppdiwupp hatte ich dann, er war ja damals dabei. Das war natürlich eine Fehlinvestition. Mein erstes Pack habe ich mir bauen lassen. Das habe ich aus Italien. Das war eigentlich so eine Heißkleber-Aktion gewesen. Mhm. War vom, wo ich es bekommen habe, ich war stolz drauf. Es ist das erste Pack und war ganz okay. Ich habe es mittlerweile verkauft und jetzt baue ich die Dinger eigentlich auch selber schon zusammen. Mhm. Ganz relativ simpel. Und wie hast du es schon zusammengebaut? Ich habe jetzt selber zwei gebaut. Okay. Das eine habe ich aber wieder verkauft, weil da habe ich einen Slimer von gekauft. Ich wollte das ursprünglich für meine Freundin haben, aber das ist ja einfach zu schwer. Das Ding liegt 20 Kilo fast. Okay. Ja. Und dann den ganzen Tag damit rumlaufen, irgendwo auf einer Comic-Con. Ist nicht so, ne? Ja, und so war das dann. Saugeil. Und war es noch in der Zukunft noch geplant von Ghostbusters, was du halt noch alles holen? Ja, das ist natürlich eine große Frage. Momentan ist ja so in Deutschland und Amerika das Merchandise so ein bisschen auf Teil 1 immer noch so angefixt. Mhm.
Aber ich hoffe, dass die Hersteller wie NECA oder Diamond Select sich jetzt auch mal ein bisschen so auf den zweiten Film besinnen. Mhm. Das soll ja auch von Diamond Select demnächst wieder auf der rechten Seite, können wir gleich nochmal hingucken, was da neben dem Terror dort links hängt. Das ist ja die Diamond Select Serie. Da kommt jetzt die zweite Serie bald raus und das wird dann auf Ghostbusters 2 fixiert werden. Okay. Wenn man die komplett auseinanderbaut, die Figuren, kann man den Gozer-Tempel so groß circa zusammenbauen. Das sind komplett in jedem Packung sind da die Bauteile drin vom Gozer-Tempel. Cool. Und die zweite Serie wird dann die Feuerwache, die man dann zusammenbauen kann und auch mit Vigo, da freue ich mich also auch schon drauf. Sind jetzt nicht die ganz tollsten Figuren. Aber bei dir ist alles eingebrüht, oder? Oder ja, mittlerweile muss ich sagen schon. Ne? Weil ich habe auch die ganzen Matty-Figuren mittlerweile alle original verpackt bekommen. Ich habe diese noch gar nicht gesehen. Genau, die haben das sind wirklich das ist die komplette Collection. Kostet eine Figur 50 bis 60 Euro. Ich habe sie sehr günstig bekommen, muss ich sagen. Wirklich zum Schnäppchenpreis und die sollen auch drin bleiben. Okay. Ja. Wahnsinn. Ja. Leute, ey, das ist echt, also das anzugucken, dann später, es ist unglaublich, also echt unglaublich. ach, hast du den wilden Kader gezähmt, hä? Genau, Kader hast du gezähmt. Er wollte das anscheinend. Okay, jetzt noch so normale Fragen. Du bist ja auch Filmsammler, so wie es ja auch ausschaut. Hast du auf irgendwelche, also seit wann sammelst du eigentlich Filme, also DVDs und so? Seit den 90er Jahren. Ich habe mit Videokassetten damals angefangen. Okay. Das fing mit Star Trek Voyager an. Ich habe dann bei einem Kumpel irgendwann mal auf VHS-Videokassette Star Trek Voyager gesehen und dann war ich angefixt. Und seitdem ist das, irgendwann in den 90er war das. Okay. Als die Serie rauskam. Oh, und hast du auf irgendwas spezialisiert, also Steelbooks oder Mediabooks? Ja, Steelbooks. Mediabooks ist halt, habe ich eine kleinere Sammlung von. Ich bin nicht so auf Mediabooks, weil ich weiß, dass sie nach einigen Jahren irgendwann mal der Kleber, der da drin ist, leider kaputt gehen oder wenn man Pech hat, löst sich das auf, wenn man wirklich Pech hat. Ja, das kann schon passieren, ja. Aber ich weiß nicht. Also Steelbooks ist so schon mit Prägung, am besten mit 3D, mit Lenticular ist das Thema schon gegessen. Genau, genau 3D, das ist mein Lenticular, richtig. Prägung, perfekt. Sollte es jedes sein. Genau. Fertig. So Mediamarkt exklusiv, bam. Ja, und natürlich halt die Sammlungen oder die Sachen halt mit den Figürchen dabei oder mit irgendwelchen Replikas. Das ist natürlich schon perfekt. Okay. Wie viele Filme besitzt du jetzt insgesamt? Keine Ahnung. Okay. Aber du kannst dir gleich gerne mal die Mühe machen, dann gehen wir nach Koblenz und erzählen die durch. Also die nächste Frage schon erledigt wahrscheinlich. Wie organisierst du deine Sammlung? Hast du irgendwie so Listen oder Extra-Band oder? Früher habe ich mir mal die Mühe gemacht, alles aufzuschreiben, was ich in der Sammlung habe. Mittlerweile kommen Steelbooks zu Steelbooks, Amaris stelle ich zu Amaris und Mediabooks zu Mediabooks und dann ist der Käse schon gegessen, weil ich keine Lust mehr habe auf irgendwelche Filmverwaltungen. Ich weiß im Kopf, wo was ungefähr steht. Manchmal muss ich noch suchen. Aber das war damals bei meinen DVDs anders gewesen. Das habe ich dann chronologisch auch so nach den Filmfirmen mit den Logos. Okay. Aber das mache ich nicht mehr. Das, mein Gott, da bist du ja nur noch am Sortieren. Und ich habe eben dieses Registerkärtchen, wollte meine Frau so haben, weil die sich auskennt, weil so viel ist. Okay, dann machen wir die Registerkärtchen mit A, B und C und dann noch nach Genre sortieren, nochmal nach Alter sortieren. Und jetzt ist es, bleibt erst mal. Ich habe ja manchmal das Problem, dann stehe ich hier, dann sagt mein Schatzi, soll man einen Film gucken? Ja, und dann stehst du da erstmal so 20 Minuten was davor. Was gucken wir überhaupt an? Jetzt? Wir haben so wenig Filme. Dann sagt die, lass uns The Voices gucken. Ach nee, haben wir letzte Woche erst geguckt. Dann sagt die, komm, lass uns Indiana Jones. Ach nee, ich hab jetzt keinen Bock auf Indiana Jones. Ja, was hast du denn Bock? Ja, eigentlich, keine Ahnung. Und dann, dann wird's dann doch Berlin Tag und Nacht. Mein Quatsch. Ja, oder Ghostbusters. Genau. Ghostbusters kann man immer gucken. Stimmt. Okay, wie behandelst du denn eine Edition, also Schutzfolien oder sowas ähnliches, hast du sowas? Ja, die Steelbooks auf jeden Fall mit Schutzfolien und die Amaris nicht mehr. Und die 3Ds habe ich mal oben in Schutzfolien reingepackt, die halt auch so einen Pappschuber haben, aber die passen leider nicht immer so da rein, dann reißen die. Also ich stelle die meistens eigentlich nur ins Regal und dann ist das Thema auch schon erledigt. Und hast du irgendwelche Lieblingsfilmgenre? Das ist bei mir so gefühlsmäßig abhängig. Es gibt dann mal so eine Zeit lang, dann stehe ich voll auf Science Fiction. Und ich hatte jetzt so vor kurzem so diese Mark Wahlberg Sehnsucht praktisch gehabt. Und dann musste ich so jeden Mark Wahlberg Film gucken. Okay. Ob das jetzt eine Liebeschnulze war oder halt Ted oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ich finde alles cool. Horror. Gut, ich würde sagen, Horror würde ich als letztes anstehen bei mir, aber Science-Fiction und Actionfilme, wo es rums und knallt auf jeden Fall, sind immer ganz oben. Comic-Verfilmung, Ja, Comic-Verfilmung, klar, super. Ja. Hast du gerade sicherlich die zwei gesehen? Nein, leider noch nicht.
geh rein. Ja, ich weiß. Kumpel hat auch schon gesagt, wäre super geil gewesen. Ist überragend. Also ich habe da so viel Spaß mit dem Film gehabt. Echt geil. Okay, und mit welchem Filmgenre kannst du gar nichts anfangen? Mit Comedy. Also mal jetzt so Michael Mittermeier, also Atze Schröder. Zum Beispiel. Oder okay. diese Serien, zum Beispiel auch Zeichentrickserien, die Simpsons. Ich weiß, wird mich jeder wahrscheinlich verraten. Nein, ich verstehe es. Ich mag keine Simpsons. Ich mag einfach auch keine diese, wie nennt man die, Stand-Up-Comedians oder diese, wo die dann im Hintergrund, auch hier bei Two and a Half Men, wo die dann lachen. Ich mag es einfach nicht. Also magst du gar keine Sitcoms? Nee, ich komme mit diesem echt? Humor nicht wirklich klar. Einzige, was ich so... Doch, das ist schon okay, weil da auch so ein bisschen, genau, so nerdig ist. Genau. Oder How I Met Your Mother finde ich noch ganz okay. Aber das war's auch schon. Aber Alf und Bill Cosby Show? Früher gesehen, alles, ich mag's nicht mehr. Echt? Hat sich geändert, echt? Ja. Okay. Ich weiß, werden mich einiges dafür teufeln. Nee, es ist auch Geschmackssache, also... Ne? Ich kann mit Sims auch überhaupt nichts anfangen. Ich habe immer die Diskussion mit dem Alex, also von Alexanders Filmbude. Der liebt ja auch Retro-Filme, ne? so Tarantula. Ich weiß, ich bin mit diesem Film ja auch aufgewachsen, aber wenn ich dann so sehe, es kommt ein neuer Kong raus und damals der Schwarz-Weiß-Kong, dann weiß ich doch, was ich gucke. Ja? Dann kann ich mir doch den alten, ich sag mal, es sind wirklich Kultfilme, oder ja. Auch die Vögel, das habe ich früher alles... 10-mal wurde im Fernsehen gevögelt mit Alfred Hitchcock, aber ich kann es nicht mehr sehen. Ja, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Die Vögel gehen noch gerade so, ja. Aber so diese ganzen alten, auch Godzilla, ja. ich kann es nicht mehr machen. Als Kind habe ich das geliebt. Ich auch. Ich habe auch Power Rangers oder ich habe letztens immer so gedacht, jetzt kommt Masters of the Universe auf DVD oder auf Blu-ray, Mask, alles die ganzen alten Zeichentrickfilme. Ich habe hier geguckt. Ich konnte mich nicht mehr begeistern dafür. Ja, das, was mich als Kind früher fasziniert hat, außer also, The Real Ghostbusters, wo ich jetzt wieder sage, das ist auch okay. Ich habe es aber auch noch nicht alle gesehen, aber auch da würde ich dann mit der Zeit lang... Also so Zeichentrickfilme von früher kann ich auch nichts mehr anfangen. Das geht nicht. Das ist vorbei. Und auch dieser dunkle Kristall, wo wir gestern drüber gesprochen haben. Ich finde den gut. Ja, ich finde den Film auch klasse, aber ich habe ihn auch nur einmal gesehen und dann war es das. Ich habe ausschalten, ich musste ausschalten. So. Das war für mich zu heftig. Welcher Film mich wirklich bis heute, ich sag's jetzt mal, immer wieder wegschickt, ist einfach Jarvis. Tut mir leid, ich bin, also der weiße Hai, das ja, ist für ja, mich ja. der... Ich krieg von dem Film, auch wenn man es manchmal sieht, die Figur oder diese Puppe da, ne? Ja, geil. Ich bekomme bei diesem Film einfach, weil das wirklich von der Kameraführung, vom Soundtrack, von der Inszenierung, es geht los, allein schon diese Musik, das Universal-Logo kommt mit diesen Wahlgeräuschen am Anfang und dann dödem. Und dann geht's los. Also der Weiße ist auch richtig geil, ist auch ein Kultfilm auch. Ich weiß es nicht. Das ist so geil gemacht, die erste Szene, wo sie dann raus aufs Wasser schwimmen, von der Kamerahaltung, dann diese Sternschnuppe. Ich weiß, die ist animiert, die ist nicht echt, glaube ich, aber es ist der Hammer. Bis heute begeistere ich mich für diesen Film. Ja. Ne? Hat auch eine schöne Edition da rumliegen stehen. Ja, es ist eine kleine, aber ich mag halt den Weißen Hai. Das ist cool. Ich finde auch Weißen Hai ist cool. Für mich Kult. Ja. Okay, welche Edition bedeutet dir am meisten? Also was dir jetzt was dir wirklich am Herzen liegt? Es ist ganz wenig Auswahl hier, ne? Sagen wir jetzt mal so. Ja, ich denke mal diese iRobot-Kopf, weil ich stehe halt, das ist bei mir so, mittlerweile hat sich das so entwickelt, so auf schon fast lebensgroße Figuren. Mhm. Das ist auch so, wo jetzt auch durch den Slime oder durch den Terror-Dog-Kopf ist bei mir da auch wieder was ausgelöst worden. Ich kann jetzt nicht sagen, diese Edition habe ich am liebsten. Ich mag sie eigentlich alle. Okay. Es gibt schönere, es gibt weniger schönere, ganz klar. Aber auch so die von Godzilla, die neue, die Büste, finde ich ganz hervorragend. Ja. Ne? Und auch Planet of the Apes, der Kopf. Ja, ich mag ihn. Ich auch. Ne? Dann halt, wie gesagt, iRobot, das IT-Raumschiff. Was ich sehr cool finde, ist die DVD. Von Rambo oben, weil ich den richtig gut finde. Rambo ist auch noch so ein alter Kultfilm aus meiner Kindheit praktisch. Ich habe damals auf VHS angefangen, Rambo zu gucken, Mann. Gab nichts anderes. Bei uns war es auch so. Ne? Krieg der Sterne, Superman, jetzt wollte ich sagen mit Keanu Reeves, mit Christopher Reeve, das wäre noch, ne? Ja. Rambo, Star Wars, Star Trek, das waren ja so die Filme damals, damit Indiana Jones, damit sind wir ja groß geworden im Endeffekt. Ich weiß noch, Schule aus, 14 Uhr Star Trek, bis 15 Uhr dann Hausaufgaben und dann raus. Das war immer mein Prinzip, immer. Das ist so, ja. Und wenn ich Fernsehverbot bekommen habe, bekam ich oft, ne? Weil ich immer böse war, zu meiner Schwester und keine Ahnung. Aber Star Trek durfte ich immer gucken. Und ich bin sogar nachts mal aufgestanden, 2:30 nachts, um die Wiederholung anzugucken. Ne? Okay. Nee, das habe ich dann nicht gemacht. Ne? Oder wenn ich eine Folge mal vergessen habe zu gucken, dann bin ich nachts aufgestanden. Ja. Okay, und was ist deine teuerste Edition? Boah. Also, mir fallen da ein paar.
Ja, schieß mal los. Ich will es mal sagen zu den Terrorkopf da oben und ja, der Slime. Natürlich Slimer und Terror Dog. Dann natürlich auch so das Proton Pack. Gut, das ist natürlich also, selbst gebaut, ja, aber. Wie viel kostet so ein Proton Pack? Musst du was ja, es kommt aber, also es ist verschieden. Also man kann, ich sag mal so, zwischen 700 und 1500, gibt auch welche für 2500, muss man schon mitrechnen. Okay. Kommt immer drauf an, wo man es bauen lässt, ob man es selber baut oder ob man sich nur Teile bestellt, aber okay. Das ist halt alles teuer. Okay. Ja. Okay, also ja, ansonsten, was teuer war, war halt hier dieser kleine Indiana Jones Kral praktisch, der hier in der Vitrine steht rechts. Ne? Ist ach, klein, aber Der ist teuer, den gibt's halt nicht mehr. Ne? Geil. Das ist teuer, der iRobot-Kopf, der war teuer. Das ist aber die französische, wo ja, ja. Von 170 Euro habe ich damals bezahlt, als ich den gekauft habe. Ich finde da trotzdem schon ja, ich das Geld. Noch, ne? Ich habe noch die alte Version mit der DVD noch gehabt. Wahnsinn, ja, aber auch sehr geil. Okay, jetzt kommen wir mal zu deiner Technik. Was für Technik benutzt du denn jetzt halt hier beim Filme gucken? Ich habe momentan noch einen etwas älteren OnQ-Receiver, der halt natürlich die höchste Tonspur Dolby Through HD lesen kann. Also es ist kein Gerät, was jetzt Dolby Atmos fähig ist. Und ansonsten ist hier bei mir ein 7.1 Surround-System von JBL mit THX-Zertifikat. Weil ich habe früher mal, also heute nicht mehr, aber ich war mal ein sehr, sehr großer THX-Fan durch Lukas, weil ich finde das Intro immer so ja, geil. Wenn das hochfährt, dann bekomme ich Gänsepelle. Allein schon bei Terminator. Und verwende momentan einen Hochleistungs-Adam Audio Subwoofer, der im Studiobereich, der hat also auch, ich glaube 700 Watt hat der. Also wenn du aufdrehst, vibriert das Ganze aus. Ja, also muss man schon sagen, dass okay. Der rumst. Okay. Ja. Und Fernseher ist dann? Das ist ein Samsung, ist ein 55 Zoll noch momentan. Okay. Ich wollte mir eigentlich einen neuen kaufen, aber ich musste leider bitter feststellen, dass es momentan keine wirklich guten 4K-Fernseher gibt mit integriertem 3D. Hm. Die haben halt an 3D aufgehört. Ja, das ärgert mich auch. Momentan läuft der bei... Bitte? Du guckst auch gern 3D. Ich liebe 3D. Ich auch. Burner. Das ist geil. Und dann auf Shutter. Gerade Samsung hat ja Shutter, ne? Ja. Technik. Die andere möchte ich nicht, weil das ist ja kein Full HD. Und bei LG läuft momentan eine Petition, dass die Leute wieder 3D haben wollen. Weil ich finde es blöd, es kommen 3D-Filme raus und keiner verkauft 3D-Fernseher. Warum? Der Panasonic macht doch weiter, oder? Hab ich grad. Ja, aber Panasonic hat leider keinen Shutter. Also, ne? Die machen das halt mit diesem normalen, wo du auch die vom Kino von benutzen Kino. Kannst. Genau. Na, ich habe ja einen 3D-Beamer zu Hause. Und auch mit Shutter, das ist geil. Das ist also wirklich, also ich... Also ich habe besseres 3D zu Hause als im Kino, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Das ist einfach geiler. Und deswegen muss erstmal der hier, also mein nächster wird auf jeden Fall auch, ich denke mal, ein 100 Zoll oder ein 70 Zoll, wenn es dann endlich kommt und natürlich 4 oder 8K. Das ist ja momentan jetzt schon die Rede von 8K. Also ich bin jetzt von diesem ganzen 4K und 8K überhaupt kein Freund davon, weil ich mag eigentlich dieses Künstliche überhaupt nicht von diesen Filmen. Also ich habe auch nur zwei oder drei, wo jetzt in dem Steelbook mal eine 4, ich weiß jetzt aktuell gar nicht, wo jetzt eine dabei war. Bei Dinge, bei Independence Day? Ja, bei Independence Day ist eine 4K. Mit drin, glaube ich, bei dem Steelbook, aber ansonsten habe ich jetzt, also ich kaufe keine 4K-Filme. Nee, ich auch nicht. Also. Einzige, was ich an 4K noch kaufen würde, wären dann die zwei Ghostbusters-Filme, die es noch gibt, weil für zum Sammeln, klar. Ne? Ja. Aber die 30 Euro so ein Ding. Ja. Immer, dauert immer lang, da wird es auch nachgeschmissen wahrscheinlich. Ja, ja. Das wird passieren, ja. Hast du irgendwelche Rituale beim Filme gucken? Ja, früher Popcorn essen, aber das habe ich mir jetzt... jetzt ist halt in Gemüse. Jetzt esse ich Gemüse. Ja. Okay. Nee, es muss einfach nur laut sein. Okay. Es muss knallen. Ich habe immer ein bisschen Probleme, weil meine Freundin sitzt direkt hier neben der rechten Surroundbox. Ja, du auch. Mach doch mal leiser. Hab ich gesagt, ey Schatz, wenn du im Kino bist, Junge, dann sagst du doch auch nicht, mach mal leiser. Das Kino ist ein bisschen größer. Ja, aber ich möchte das dann schon, weißt du, ich habe eine Anlage dafür und dann muss es halt, gut, ich setze mich meistens durch und dann drehe ich es mal runter. Und zwischendurch immer mal alle so ein paar Minuten geht ein, das merkst du dann nicht. Hast du wieder lauter gemacht? Nein. Nein, Schatz. Nein. So muss ich niemals tun. Aber das ist dann so, muss dunkel sein, muss krachen, schön laut, damit es auch die Effekte. Okay. Eigentlich die nächste Frage ist eigentlich auch völlig belanglos. Was ist dein Lieblingsfilm? Denke mal. Der weiße Hai. Okay. Ja. Nicht Ghostbusters? Doch, die auch. Aber der weiße Hai ist halt auch geil. Also ich würde die beiden so auf eine Stufe stellen. Okay. Und welchen Film hast du am häufigsten schon gesehen? Ghostbusters. Okay. Und
Die nächste Frage, von welchem Film hast du die meisten Editionen? Ich schätze mal Ghostbusters. Okay. Wie viele Filme bzw. Editionen kaufst du im Monat? Total unterschiedlich. Es gibt mal einen Monat, da kaufe ich gar nichts. Und dann am nächsten Monat kaufe ich die Filme, die am Vormonat ich nicht gekauft habe. Und dann kommt alles auf einmal. Okay. Das kommt aber auch, das hat auch damit was zu tun. Ich will nicht immer alles bei, ich sag jetzt mal, beim Internetanbieter kaufen, weil ich habe noch so ein bisschen Denken, wenn alle jetzt im Internet kaufen würden, ja, dann geht irgendwann der Einzelhandel kaputt. Und das bestimmt die Preise halt. Ja, und dann will so, man halt auch mal. Wenn du zum Medienmarkt gehst, wo gucken die nach, bei Amazon, wie viel es kostet. Also ja, das ist, ist ein Argument, ja, um zu sagen, ja, hier, ihr habt das für den Preis, Amazon dafür, macht den Preisangleich. Ja. Machen sie hier in Koblenz sehr oft. Ne? Aber dann sind das halt so Tage, dann gehe ich mit meinem Schatzi mal shoppen, dann fahren wir natürlich als allererstes in den Mediamarkt. So, und dann werden die Filme, wie gesagt, mit, direkt mitgenommen, die ich im Vormonat dann halt, okay, aus zeitlichen Gründen nicht gekauft habe oder halt verpasst habe. Okay. Okay. Passiert. Und in welchen Läden kaufst du am liebsten die Filme? Also haben wir das auf dem Mediamarkt? Ja, wie gesagt, viele bei natürlich bei Amazon, weil es am bequemsten ist. Ne? Mhm. Man muss sich einen Klick und das ist im Warenkorb und am nächsten Tag kommt es. Man, ja, muss halt keinen Sprit, man muss nicht raus, sich den ganzen Kaufhaus-Palaver. Weil ich muss da sagen, ich bin in den letzten Monaten und Jahren auch echt geräuschempfindlich geworden, was das mit diesem ganzen... Vielleicht nicht zu laut hören. Nee, das ist wieder eine andere, ich finde, das ist eine andere Quelle. Okay. Diese, die Filmquelle, da relaxe ich, da schalte ich ab. Aber so die ganzen... Dieses Kaufhausgedudel, das geht mir einfach, ja, auf den Knittel. Das ist schlimm. Dann hast du da Kinder, ich habe nichts gegen Kinder, ich liebe Kinder, aber wenn dann da ein Säugling schreit und da ist einer quengelig und du willst dann was kaufen oder eine oder und du keine willst Ahnung. Ja, mitgehen? Scheiße. Weil Emma ist. Nein, nein, nein. Das ist halt nicht so gut gelaunt. Die ist mir etwas zickig. Ganz die Mama nehmen, weißt du? Ja, ja. Der Papa ist immer nicht zickig. Ne? Oh weh, Micha. Nee, ja, ich habe nichts gemacht. Ja, ja. Schweiß bewegt. Okay, ja, die vorletzten Fragen jetzt noch, von welchen Ländern... Sind wir schon durch, was? Fast, ja. Von welchen, ja, Ländern kaufst du dir am meisten die Edition, also von England oder so? Zavi? Ja, Zavi halt oder natürlich hier deutsche VÖs, weil ich war mal auf dem Trip gewesen, viele englische Covers zu bestellen, weil es halt im Steelbook rauskam. Mhm. Und dann blöde ist halt, mein Englisch ist not so good. Mein Englisch ist auch nicht gut. Ja, but in der Nacht ist es ingekracht. Und dann musst du dir halt nochmal die Amari dazu holen und wieder reinlegen. Ich finde das mittlerweile alles, ich muss da halt einfach auch für mich Prioritäten mittlerweile setzen, weil ich es nicht mehr kann und auch nicht mehr will. Mhm. Ne, und dann nochmal eine deutsche Amari da reinzusetzen. Und deswegen greife ich versuche halt immer auf das deutsche Steelbook zurückzugreifen oder auf die deutsche Version. Wenn es nicht anders geht und da ist wirklich was Geiles dabei, dann natürlich auch Zavi. Wenn ein deutscher Ton dabei ist, ist es gut. Dann natürlich super, dann hast du Full House. Ja. Aber... aber man muss jetzt sagen, Zavi finde ich jetzt in den letzten Jahren etwas nachgelassen. Zumindest die meisten Filme die kommen jetzt auch, die meisten Steelbooks kommen ja jetzt auch in Deutschland eigentlich raus. Ja, und ich muss aber auch sagen, Zavi ist sehr kundenunfreundlich, muss ich sagen. Also so viele Leute, die Steelbooks auch dann vom Paketdienst oder währenddessen was kaputt geht, die sind zerbogen oder zerkratzt und Zavi reagiert teilweise gar nicht. Also habe ich jetzt auch die Probleme gehabt. Ja. Toi, toi, toi. Ich auch nicht, gegangen. Aber ich habe schon bei einigen auch das... feststellen müssen, okay, wo das dann so ist. Ne? Ich hatte bis jetzt einmal ein kaputtes Steelbook und da musste ich sagen, die haben es auch ausgetauscht. Ja. Ich musste aber das andere wieder zurückschicken, das ist dann alles so ein bisschen nervig. Mit Aufwand. Ja, ne? Statt die dann sagen, schmeiß es in die Tonne. Ja. Aber okay, die wollten es zurückhaben. Okay, sammelst du noch was anderes außer Filme und Ghostbusters? Ja, Lego, Playmobil jetzt. Ja. Ne? Aber das ist dann schon in die Richtung. Aber auch mit Film Ghostbusters. Also sammelst jetzt alles von Lego, willst du nur Ghostbusters? Star Wars finde ich geil, natürlich. Ja. Star Trek, also ich ziehe Star Trek vor Star Wars. Ja, das ist... herzlichen Dank. Ja, weil es ist, es wird für mich persönlich nicht so kommerziell ausgeschlachtet. Ja, das stimmt. So, aber auch eigentlich einfach... wir fangen jetzt nicht mit Star Trek an, weil Filme für mich von Star Trek haben für mich einen persönlichen Charme, weil es da um Freundschaft und Zusammenhalt gibt und nein, ich verstehe. Ja, das ist halt, das hast du oder mich, da was. Die Filme liebe ich auch, aber ich mag die Filme und die Serien schaust du aber auch als Oberlizenz. Ja, natürlich. Das sind auch meine zwei Schiffchen, die muss ich natürlich da haben. Wunderbar. Und ich habe lange jetzt gewartet, dass ich mich mal durchschlage, dass ich mir mal Star Trek auf Blu-ray TNT unbedingt holen. Ja, aber ich will halt noch irgendwann hoffe ich mal, dass eine Box rauskommt, wo auch diese Director's Cut Versionen mit drauf sind. Ja, das und die fehlen einfach. Genauso wie ich es momentan einfach nicht verstehen kann von Leave the Weapon. Das sind, das sind meine Leave the Weapon sind meine drei oder vier Lieblingsfilme. Leave the Weapon. Echt?
Ja, dann kommt Jarvis und dann natürlich, ja. Okay. Ich glaube, das ist geil. Ja. Und da gibt es halt auch einen Director's Cut von den Folge. Ja, die habe ich nur auf DVD noch. Ja. Oder okay. Stirb langsam ist natürlich auch geil. Okay. Aber da ist halt beim dritten Teil die Synchro, die mich total nervt. Warum sie das dann... Ja, der hat die von John Travolta, glaube ich, da die Stimme. Meine ich. Oder von Nicolas Cage, einen war das. Ja, so dem Dreh. Und das, das ist so eine Sache, die mich dann... Ja, John Travolta ist ja ein bisschen Grundstimme wie Rambo, wie Stallone, oder? Ja, aber das passt einfach dann nicht zu John McClane, verstehst du? Ja, das nee. Ist, obwohl, vom Weißen Hai gibt es ja eine neue Synchro. Neue Synchrone, ja. Und ich muss sagen, auch wenn er die Stimme Chief Brody von Eddie Murphy hat, man findet sich schnell wieder ein. Ich muss, das hat mich nicht gestört. Ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe, glaube ich, noch nie wirklich auf diese Synchronisation geachtet von dem Weißen Hai. Ich habe erst durch das Blu-ray die neue Veröffentlichung. Okay. Habe ich da irgendwas anderes gehört früher damals? Also keine Ahnung, ich muss echt zugeben, das habe ich nicht gehört. Und für mich das beste 3D nachkonvertieren hat Jurassic Park. Ja. Alter, mit dem Sound. Aber auch Titanic fand ich auch sehr geil. Ja, Titanic. Titanic ist auch. Ist auch also, jetzt sind wir mal auf Terminator 2 gespannt und dann kommen wir ins Kino. Ja, James Cameron hat ja die Rechte neu bekommen, ne? Also es soll ja was. Ich bin ja gespannt, wie das wird. Also ich hoffe, wenn der James Cameron nochmal einen neuen Termi macht. Es ist ja... Also ich fand auch Genesis oder wie ich es immer kenne, Genesis ich fand sie alle gut. Auch geil. Ja, also ja, ich fand Genesis richtig geil. Ja. Ich weiß nicht, warum sie alle darüber... Ich finde absolut cool. Find ich fand mit von einem besseren... Also ein Vierer fand ich nicht besonders gut. Mit dem, das war mit dem Sam Worthington, ne? Ja, genau. Den und fand ich aber Dreier, auch gut. Das war auch so Grenzgebiet. Aber den Genesis fand ich geil. Ich mochte halt schon also Christian Bale als John Connor nicht so. Das, ja. Weil ich habe den als Batman im Kopf, verstehst du? Ja, klar. Und dann... Ja! Okay, und jetzt kommen wir wirklich zur letzten Frage. Also echt danke fürs Interview von dir. Und zwar, hast du auch noch andere Interessen außer Film? Ja, und Motorradfahren. Okay. Motorradfahren? Nein, meine ganz große Leidenschaft ist ja seit einigen Jahren auf Comic-Cons zu gehen. Mhm. Und dann natürlich mit meinen Ghostbusters-Gesinnten einen Ghostbusters-Messestand dort immer zu betätigen. Und den Leuten halt die Welt der Geisterjäger mal auf einer Comic-Con. Weil man muss feststellen, viele neue Leute kennen den. Also jetzt 2016, klar, als der Film rauskam. Ja. Aber man muss wirklich sagen, viele kennen Ghostbusters nicht. Und ich finde es immer geil, wenn dann auch Leute kommen mit ihren Kindern und sagen, oh, hier, guck mal, wie damals Ghostbusters war der geilste. Man hört es immer wieder, geilster Film. Proton Pack, die Leute haben dann Leuchten in den Augen. Man sieht es richtig, da kommt die Kindheit wieder hoch. Es ist einfach Kindheitserinnerungen. Ja. Das sind einfach solche Filme, die wird man einfach immer lieben. Genau. Ne? Das ist einfach so. Ja, ich fahre halt mit meinem Schatz viel Motorrad. Das ist auch noch ein Hobby und natürlich gehen wir gerne raus. Alles so, was ihr wahrscheinlich auch macht. Ne? Ja. Ja, also Andi, herzlichsten Dank für dieses ganz tolle Interview mit dir. Sehr gerne. War wirklich echt cool. Schön, dass du da warst. Auf jeden Fall. Oder da bist noch. Genau da. Und jetzt wollen wir mal deine Sammlung mal angucken. Genau. Also dann gehe ich jetzt mal hinter die Kamera und er erzählt ein bisschen was darüber. Kann man machen, ist, also wirklich, es ist unglaublich, es ist echt unglaublich. Ja. Ja. Und ja, okay. Danke nochmal, wirklich wahr. Und ja, okay. Sehr gerne. Bis gleich hier in der Kamera. Yo. So, jetzt sind wir hier bei Andis Kinoblog in der Overview und wir haben hier schon mal was ganz Geniales und zwar die... Ja, das ist die neue Playmobil-Serie von Ghostbusters. Die jetzt am 13. Mai veröffentlicht wird. Sau cool. Und Playmobil hat mir freundlicherweise zwei Sets zur Verfügung gestellt. Eine für mich natürlich für meine Zuschauer zum Unboxen. Und das andere Set wird dann letztendlich auf den ganzen Comic-Cons auf unserem Ghostbusters-Stand präsentiert. Geil. Und ja, ich habe hier mal alles aufgebaut, weil ich habe natürlich auch ein Unboxing gemacht, was auch in den nächsten Tagen online geht. Ich darf es natürlich erst zum 1. Mai hochladen bzw. veröffentlichen. Okay. Vorher darf ich es leider nicht, ist aber auch okay. Ja. Und ich bin ja schon mal froh, dass Playmobil diese Sachen mir zur Verfügung gestellt allerdings hat. Die darf ich auch behalten. Coole Sache. Ja. Ja, und hier oben, ah, geil. Ja, ich habe so ein bisschen hier, das ist praktisch so ein Durchgang zu meinem Wohnzimmer. Hier habe ich natürlich alles mit meinen schönen Filmbildern, so für mich die wichtigsten. Retro-Kinoplakate. Sehr cool. Und hier oben der Chaos. Genau. Hammer. Und ein cooles 3D-Bild. Genau, das ist das 3D-Poster praktisch.
Ist normalerweise mittlerweile auch schon vergriffen. Ist wirklich schweineteuer. Ich habe es günstig bekommen. Schaut auch extrem cool aus. Und ja, ich mag halt einfach der weiße Hai. Deswegen habe ich es noch daneben gehangen. Ja, dann haben wir hier noch ein Bildchen von Michael Jackson's Moonwalker. Ich fand das auch ein sehr, sehr großartiger Film, Musikfilm aus den 80er Jahren. Gab es ja nur bei Disney, hast du mir mal, aber mal bei dem Euro Disney, ne? War das immer? Ja, ja, genau. Genau. Ich kenne den Film überhaupt nicht, glaube ich. Weil also Disneyland hat momentan oder hatte die Rechte an Michael Jackson's Captain EO gehabt. Das ist ein 3D-Film, der nur. Ach, das war es, glaube ich, oder? Im Disneyland lief. Genau. Aber so, das war auch so einer meiner ersten Videokassetten, die ich damals hatte, von Michael Jacksons Moonwalker. Ich bin ein großer Michael Jackson-Fan. Ja, ich mag ihn auch. Und ja, finde ich einfach klasse. Habe ich sehr oft geguckt, den Film. Cool. Ja, hier habe ich doch so ein paar kleine Bildchen. Soll ja alles so auf dem Thema Filmstyle. Und hier auch noch selbst. Genau. Auch sehr cool. Die hast du alles selber gemacht, die Dinge? Ja, habe ich selber gemacht, ja. Sehr steig. Sehr, sehr steig. Das sind ganz einfache Rahmen aus dem Ikea und dann macht man halt den Druck und konnte man sich, weiß jetzt nicht, ob die Mahjong-Steinchen heißen oder welches Spiel das jetzt ist. Die Buchstaben kann man sich halt dann auch im Internet besorgen. Ja, Katzen hast du auch, wie es ausschaut? Ja, 3 Stubentiger. Tiger. Dann hier natürlich noch ein, weil es für mich somit einer der schönsten Star Trek-Filme ist, weil halt William Shatner und Patrick Stewart mitspielt. Ne? Okay. Treffen der Generationen. Für mich einer der geilsten Star Trek Filme oder ever, wegen dem Soundtrack. Ich liebe diesen Soundtrack. Okay, der Soundtrack ist geil, aber ich finde ihn halt auch cool. Ne? Aber ich finde die ganze Thematik finde ich ein bisschen, das ist jetzt nicht so gemeint. Ja, klar. Ne? Aber das Zusammenfügen fand ich absolut cool. Den besten fand ich zurück, glaube ich, in die Gegenwart mit den Wahlen, fand ich jetzt persönlich. Meine ist Erste Kontakt und der ist auch geil, ja. Und Das unentdeckte Land. Ja. Das sind meine Lieblingsfilme von Star Trek. Gut, dann Star Trek liebe ich eigentlich alles. Ghostbusters. Kinoposter von damals, wie es rausgekommen ist. Sehr cool. Und hier den Millennium Falcon. Ja. Schon zusammengebaut, meine ist noch in Produktion. Ja, dann habe ich natürlich hier noch so ein paar 3D, ich sag mal, saugeil. 3D-Leuchten. Die leuchten auch, der hat hier einen Timer drin. So. Also, sehr cool. Komme ich jetzt nicht zur Geltung, weil es jetzt hell ist, aber trotzdem saugeil. Ich und mag hier, das einfach hier oben habe ich dann meine Avengers. Sehr cool gemacht, echt saugcool. Sehr, sehr steig. Ja. Ja, und jetzt, was soll man sagen, willst du vorausgehen, bevor wir alle umkippen? Das ist immer so mein Ghostbusters-Tempel. Das hier ist wirklich der Oberhammer. Wirklich war einfach nur, also Andi, es ist einfach unglaublich. Es ist, mir fehlen die Worte ohne Scheiße. Es ist einfach Wahnsinn. Ja, das ist jetzt momentan die aktuelle Serie von Diamond Select. Es kommen alle paar Monate immer 3 Figuren raus. Und das hatte ich ja eben schon im Interview gesagt. Ja. Hinter diesem Plakat oder hinter diesen ganzen Figuren stecken Bauteile. Und wenn man die dann alle zusammen hat, es kommt noch eine Serie. Deswegen habe ich hier unten noch ein bisschen Platz. Das ist dann die letzte Serie von der ersten Serie. Und dann kann man den Gozer-Tempel zusammenbauen. Wahnsinn. Ne? Gozer Tempel ist dann natürlich praktisch so der Endkampf, wo dann Gozer auftaucht. Wahnsinn. Und Wahnsinn. Ja, noch original verpackt. Und das hier ist jetzt der. Ja, das ist der Terror Dog. Der ist vom ersten Teil, ne? Ja, der ist vom ersten Teil. Es gibt natürlich 2 Terror Dogs in dem Film, aber ich habe natürlich einen. Und es gibt insgesamt weltweit 84 Stück. Der wurde. Leuchtet der jetzt? Der leuchtet. Da habe ich ein LED-Kit reingebaut. Okay. Mit einer Funkfernbedienung. Man sieht auch kein Kabelmanagement, dass da jetzt ein Kabel an die Steckdose geht, weil das habe ich extra aus der Wand rausgezwackt. So geil. Ja, der ist ein Original 1:1 Abdruck aus dem Film. Derjenige, der die baut, hat eine Lizenz dafür. Und ich habe mir den 77er von 84, also es gibt 84 Stück, weil mein Geburtsjahr 77 ist. Okay, geil. Und wir haben hier unten drunter ein Ghost Corps Zertifikat, auch eine Originalunterschrift von Evan Reitman, Producer von Ghostbusters 1 und 2. Der nimmt sich also wirklich die Zeit. Hier haben wir auch ein Siegel. Und meine Ghostbusters Gruppe, die Ghostbusters German Division, ist offizieller Franchise-Nehmer jetzt von Ghost Corps in Amerika. Okay. Und ja, hier drunter habe ich noch ein Autogramm mit einer persönlichen Widmung von der Robin Shelby. Robin Shelby hat im zweiten Teil den Slimer gespielt. Ah, okay. Und mit ihr bin ich auch auf Facebook befreundet. Es sind also auch viele, weil sie ist wirklich auch, ich sag mal, fannah. Und mit ihr kann man schreiben, mit ihr kann man reden. Ist also eine ganz, ganz liebe. Und natürlich so mein Highlight, dass ich einen persönlichen Star getroffen habe.
Vincent Sedmore alias Ernie Hudson sehr auf einer cool. Comic-Con in Belgien. Das war auf der FARC. Okay. Nee, auf der Facts, sorry. Und da haben wir natürlich auch ein Fotoshooting machen lassen. Mhm. Sehr cool. Ja. Und hier, ach. Ja, oh, das sind. Oh nichts passiert. Ich bin da gestoßen. Oh Gott. Das ist so ein Bild so. Ja. Ja. Ach Gott. Das Bild habe ich selber mir anfertigen lassen. Das habe ich im Internet. Und dann habe ich mir halt natürlich das bauen lassen. Beziehungsweise bei einer Firma anfertigen lassen. Und das sind ja auch richtig coole Figuren. Ja, das sind auch von Matty sind die. Nur original verpackt aus dem zweiten Teil. Die so. Proton Packs können auch leuchten. Die sind batteriebetrieben, kann man hinten drauf. Ja. So cool. So cool. Dann haben wir hier unten den Ecto. Das ist ein ferngesteuerter Ecto, mit dem kann man auch rumpesen. Habe ich aber die Batterien rausgenommen, sonst hätte man jetzt mal eine Demo machen okay. können. Aber wenn das länger steht, die Batterien ja, laufen sonst immer aus. Das ist auch so ein Dancing Slimer. Ich weiß nicht, ob die Batterien noch funktionieren. Ja. Ja, siehst du, der ist schon. Mhm. Ja. Akku langsam leer. Ja, das ist eine Geisterfalle, die ich gerade aktuell gebaut habe. Und man sieht hier noch, hier fehlen noch die Beleuchtungssachen. Okay. Und die benutze ich dann auf meinen Cons, bei meinem Cosplay. Die wird dann an der Seite hier. Okay. Ist also auch Originalgröße. Aber die ist noch nicht fertig. So geil. Und hier noch ganz viele Stofftierchen? Ja, ja, die sind dann von Toys R Us. Da habe ich mir gleich den Karton noch gekrallt. Und hier ganz viele Marshmallow-Männer. Ja, ein paar Marshmallow-Männer. Ach, du hast auch die Zauber-Edition. Ja. Und hier deine allererste Edition von genau, von E.T. Sehr geil. Und hier auch den Elektro-Head hast du auch. Ja. Der schöne Teil. Genau. Ja, genau. Und hier dann Terminator. Ist auch cool. Jetzt hier drüben. Ja. Das habe ich ja überhaupt nicht gesehen vorhin. Das ist eine Kollektion auch von Matty Collectors, also von Mattel. Die kam vor, glaube ich, vor 4 oder 5,5 Jahren raus. Die ist momentan also komplett out of print. Kann man auch so nicht mehr in einem Laden kaufen. Sind alle original verpackt, auch noch mit der Umkarton. Und das sind insgesamt 20 Figuren plus hier diese 30-Jahres-Editionen. Die gehören natürlich auch noch dazu. Und mittlerweile also komplett vergriffen, wenn man so, je nachdem, welche Figur man holt, ist man auch leider sehr viel Geld weg, aber ich habe sie günstig gekauft. Das hier oben ist der Egan Spengler, das ist eine Sonderedition. Die gab es also nur exklusiv auf der Santiago Comic Con okay. in Amerika. Die gab es also nie wirklich offiziell zu kaufen und allein die Figur ist schon 70 Euro wert. Ne? Aber ich habe sie, wie gesagt, günstig bekommen, daher war das für mich eigentlich so weit ein Schnäppchen, die noch Schnäppchen original. Auf jeden Fall. Leider haben die Kartons ab und zu noch so ein paar Knicke drin, aber man muss wirklich gut, sagen, die sind besser als, durch viele Hände wahrscheinlich schon gewandert, aber das ist ja, außer eBay. Sieht schon richtig cool aus. Ja, ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Na, dann gehen wir hier dann. Ja. Geiles Bild. Ja, das ist das Bild aus dem zweiten Teil am Schluss, wo sich dann nachher der Vigo praktisch, als der dann bekämpft wurde, die Endszene in dem Bild, wo Vigo vorher war, waren natürlich hier diese 4 Jungs dann zu sehen mit dem Kind. Das habe ich mir noch gemacht, weil das so selten eigentlich so gibt. Sehr geil. Ne? Und hier deine Lego. Genau, das ist von meine Lego-Sammlung. Ich mach mal. Sau cool, schau dir das an. Kann man auch ein bisschen mit Light Kits, könnte man auch kaufen. Sehr geil. Und die kann man aufklappen, ne? Ja, ja, die kann man komplett aufklappen, richtig. Und das ist auch das ist diese. Das ist ein Kino. Ich habe das dann nachher in Ghostbusters umgesetzt. Ach so, das ist. Ach so, okay. Das hat mir jetzt immer ziemlich cool gefallen. Ich wollte die Feuerwache jetzt nicht so alleine. Was ich auch sehr cool finde, ist diese Zusammenspiel mit dem. Ja, da ist halt so Spielereichen von mir, ne? Aber coole Idee, echt. Coole Idee. Dann kommt es auch ein bisschen zur Geltung. Und hier noch ein paar Autos. Ja, das sind jetzt von Hot Wheels die Ghostbusters Autos. Sind muss man nicht unbedingt haben, aber ich war im Toys. So ein Auto schon kostet 2 Euro. Das sind die, wo auch von Star Wars gibt, ne? Solche ja, ja. Die haben jetzt mit Ghostbusters eigentlich nicht wirklich was zu tun, aber ist halt das Logo drauf und da muss man es halt haben. Ne? Und die überall. Follow me. Ja, genau. Damit du auch weißt, wo du hinkommst. Ja. Okay, dann machen wir hier drüben mal, oder? Und dann genau. Ja, hier oben habe ich ein bisschen so meine Funko Pop Sammlung von Ghostbusters und den Ecto aus dem ersten Teil und 2016 und so Marshmallow. Hier haben wir die neue Serie mit Holtzman und Gilbert. Dann natürlich Gertrude Eldridge, da sehen wir auch das Bild von Ghostbusters 2016. Ja. Wie fandest du den 2016? Film? Super gut eigentlich, ja. Hat mir gut gefallen, war auf jeden Fall. Natürlich kann er nicht mithalten mit Teil 1 und 2, aber man muss die beiden Filme einfach dann, wenn man den schaut, ausblenden. Ja. Und den ganzen Shitstorm
kann ich auch nicht verstehen. Kann man nicht nachvollziehen. Na, den hast du auch? Ja, den musste ich mir mal holen, aber da habe ich doch noch nicht so wirklich den geeigneten Platz für. Sau geil. Ja. Mit Marshmallow-Mann voll. Genau. Gesabbert. Geile Sache. Ja, und jetzt, ja, was soll ich sagen, dein Protonenpack. Genau, mein Protonenpack. Sehr geil. Sau geil. Und machen wir da ein wenig, mach mal was da. Ja, ich schalte das mal an. Achtung, laut! Das ist auch eine Spardose. Das ist auch hier, also okay, zwei Spardosen. Spardosen, ey. Ja, die kann man natürlich im Internet alles kaufen. Die Welt ist voll damit. Ja. Und hier ganz viele kleine Slimer. Genau. Das ist ja mein Lieblingscharakter. Also Slimer finde ich ja echt geil. Ich liebe die Dinger. So, ich mach mal auf. Ja, das ist auch aus der Matty-Serie. Ein PKE. Konnte man kaufen. Das ist halt eine Replika aus dem ersten Teil. Hat natürlich auch die Möglichkeit... Ne, wie im Film, ist also wirklich eigentlich ein Spielzeug, aber die meisten Geisterjäger nutzen das schon so als Movie-Prop, wenn sie ihre Uniform anhaben und nehmen das halt mit. Ich finde das einfach nur genial. Allerdings. Ne? Schon eine schöne Sache. Sau geil. Ja, und dann hat man halt natürlich CDs, Bücher, alles was man dann so... Ja, das haben wir... Mr. Tom, Ghostbusters, das haben wir damals, weil wir durften mit unserer Ghostbusters German Division, einige waren ausgewählt, von Sony Pictures zur Vorabpremiere zu gehen, zur Pressevorführung. Und dann haben wir natürlich jeder so einen Mr. Tom bekommen. Cool. Aber ich glaube, da ist so viel Zucker drin, das wird die nächsten 500 Jahre halten, das Ding, der läuft nicht ab. Coole Sache. Oh, leck, nur noch mehr Slimer. Sau stark. Wenn ich irgendwie unten bin, dann bleibe ich gleich unten. Cool. Ja, hier haben wir auch ein Original Twinkie. Ne? Ah, das sind die, ja. Das sind die Twinkies. Michael hat sie ja schon probiert. Ja. Und ich glaube, wenn man da reinbeißt, dann... Hast du ein Zuckerfleisch. Jenseits von Gut und Böse. Also toll, die meisten Ghostbusters-Fans sagen, sie sind super. Auch wenn ich ein Ghostbusters-Fan bin. Aber ich muss leider da sagen... Die Figur sieht auch absolut cool aus. Ist auch eine Spardose. Echt? Ja, das sind alles so Spardosen, außer hier oben der. Ah, der ist auch der von Bandai, genau, den habe ich mir extra aus Japan importieren lassen. Ja. Das ist auch der einzige, wo jetzt vom neuen Teil sind, oder? Genau, ja, ich wollte das hier oben so ein bisschen von dem neuen Film. Sehr stark. Separat. Sehr stark. Aber es gibt halt keine vernünftige Figur von Rowan praktisch. Von wem? Von Rowan, der heißt Rowan. Der? Der Geist, ja. Okay. Wo erfährt man das? Im Film. Echt? Ja. Echt? Der Film? Ich habe den vor zwei Jahren angeguckt, weil ich den so lustig fand. Der heißt Rowan. Echt? Okay. Der verwandelt sich doch in den. Der war doch dieser Hotel-Typ. Der hat doch die ganzen Apparaturen gelegt, um die Geister anzuziehen. Okay. Weil er diese Nazca-Linien oder wie die hießen, aufladen wollte und das Verderben über die Menschheit. Okay. Ja. Alles klar, glaube ich, jetzt einfach mal. Ja. Ein cooles Herz. Genau, das habe ich mir auf dem Weihnachtsmarkt machen lassen. Ich fand das geil. So, machen wir einmal hier auf. Angst. Nee, Michael, heute habe ich Angst, dass ich irgendwie stoß. Oh, leck. Ja, das ist von HCG, auch derselbe Firma von meinem Slimer. Das sind ist eine richtig tolle Anfertigung von dem Peter Wankman. Es werden jetzt auch noch demnächst alle Figuren rauskommen. Eine Figur kostet ca. 400 Euro. Ich werde sie mir auf jeden Fall alle holen, weil das ist wirklich geil. Die Figur wiegt 6 Kilo. Wow. Das ist Hammer. Das ist ja geil. Der Standfuß ist ja geil mit dem Ghostbusters-Logo. Ja. Und das ist natürlich, ich finde das einfach krass. Ja, das weiß ich noch nicht. Egal, erstmal haben. Wie der Roland. Genau. Erstmal haben. Du bist auch großes Disney-Fan, wie es ausschaut. Ja, das habe ich mal im Disneyland Paris mitgenommen. So cool. Irgendwann. Aber das habe ich schon fast 10 Jahre. Und hier, wow. Ja, das sind auch die 4 Figuren von Ghostbusters, natürlich vom ersten Teil, auch von Mattel.
Dann hat man hier von Hot Wheels, das ist der 1:1 Ecto 1 und hier natürlich den Ecto 1A. Das sind beides die Elite-Fahrzeuge. Es gibt ja die Elite-Edition. Und das ist auch nochmal eine Sonderserie von Mattel gewesen. Die gab es exklusiv nur bei Toys R Us. Und die habe ich mal, die waren auch teuer. Also da musste ich auch 160 für die Figuren, 160 Euro da lassen. Für die? Ja. Da gab es noch eine Packung dabei. Und natürlich der Slimer war dann mit hier am Start. Aber das war schon so mit für die kleinen Figuren so vom Preis-Leistungs-Verhältnis schon das teuerste. Ne? Kann ich hier zurückgehen? Klar. Ist doch so einfach. Geile Sache. Steig. Ja. Echt klasse. Wirklich klasse. Da ist er. Da. Genau. Aber Andi, ich glaube, dir fehlt was. Was fehlt mir denn? Was ich habe. Was hast du denn? Und zwar den den Slimer. Den Slimer der von fehlt mir. Der fehlt mir. Und das ist auch von Mattel, das ist die Geisterfalle. Die können wir mal anmachen. Hier ist das Pedal. Cool. So, jetzt sagt er ja, Jungs, nicht in die Falle gucken. Ne? Jetzt ist die aktiviert. Und einmal drauf drücken. Jetzt wird der Geist eingesaugt. Unglaublich. So, jetzt geht bin ich heute so schreckhaft. Jetzt geht er in die Ladefunktion. Geist ist gesichert. Und gleich fängt er auch, wenn du mal ein bisschen herangehst, fängt er da gleich an zu rumpeln. Und das Ding springt hoch ein bisschen. Dauert immer ein bisschen. Siehst du? Der bewegt sich gleich auch noch die Falle. Die hüpft dann so ein bisschen hoch. Sau cool. Ja, also Geist ist gesichert, kann nichts mehr passieren. Sausteig, echt sausteig. Oh, leck. Oh Gott, alter Mann. Oh. Ja, so cool. Hat man natürlich dann ein paar Gadgets, ne? Ja, und jetzt kommen wir zum größten Gadget. Oh Gott, oh mein Knie. Ja, so, das ist alter. Oh, dann ist das ja beingutig. Ah, leck. So, ja. Hier. Was soll man sagen? Größenvergleich. Unglaublich. Mal Schätzelein. Ja. Ja, das ist der Slimer von HCG, also von Hollywood Collectible Group. Es gibt insgesamt weltweit 250 Stück. Ich habe jetzt den 88 Slimer. 88. Die 77 wäre besser, oder nicht? Ja, aber mit 88 werde ich ja momentan so ein bisschen aufgezogen. Ja, ist halt leider so. Okay. Ich konnte es mir nicht aussuchen. Nee, das ist echt saustark was. Ja. Der ist aus Fiberglas. Es gibt noch einen von NECA. Der von NECA, der ist minimal kleiner und ist ein bisschen, also der ist so aus Latex. Und der kostet schon 600. Und ich habe mich dann für den Fiberglas entschieden, weil ich einfach denke, hält länger. Wird dann auch extra dann für euch, ist der angefertigt worden für dich, oder? Nee, das ist von der, wie gesagt, von HCG. Den kann man kaufen. Okay. Den gibt es sogar noch. Den gibt es noch. Nicht jeder den... Ah, ich glaube, den habe ich auf der FedCon, auf der Weekend of Hell gesehen. Nee, das war der von NECA. Der in der Ecke gestanden war? Ja. Hast du gesehen, ne? Genau, ich weiß, welchen du meinst. Der war letztes Jahr auch schon da. Okay. Genau. Ah, das Ding ist einfach unglaublich geil. Nicht, dass du gebissen wirst. Ja. Sausteig, echt. Das ist unglaublich. Ja, wow. Und jetzt kommen wir mal zu Star Wars. Ja. Ich mag ja Star Wars auch sehr gerne. Und das ist natürlich hier dieser imperiale Läufer, der AT-AT. Den habe ich aber schon sehr, sehr lange. Und das ist auch so ein Stück, was ich nicht verkaufen will, weil ich das mit von Star Wars eins der schönsten und coolsten Gerätschaften finde. Ja. Gerade da, ich weiß nicht, was ist im zweiten Teil, wo sie den Kampf da haben, ne, auf dem Planet Hoth. Hoth oder Hoth? Ach ja, wir wissen auf jeden Fall, was man meint. Genau, wir wissen, was man meint. Ja, die Herr der Ringe-Geschichten fand ich auch ganz cool. Obwohl viele immer gesagt haben, die sind nicht schön. Mir gefallen die auch sehr gut. Platz noch die Dings zu holen, die Collector-Edition, diese, wo er rausgekommen ist mit Hobbit und Dings. Die Mittelerde Collection. Ach so, mit der Buch? Mit dem. Nee. Oh, das Ding ist übelst geil hier. Genau, mit den heiligen Sankara-Steinen. So geil.
Ich weiß bis heute, was man mit den Steinen macht, dass man zu Ruhm und Reichtum kommt. Ja. Keine Ahnung. Und hier auch saustark. Der weiße Hai. Genau. Das Ding ist auch sauteuer, ne? Dieses Diorama. Ja, als das damals rauskam, habe ich mir das gekauft. Ich habe 50 Euro dafür bei Close-Up bezahlt. Und jetzt guckst du im Internet. Ja. Mit Verpackung habe ich schon für 600 Euro gesehen. Ich weiß nicht, warum 600 Euro das Ding. Ich habe dann auch schon gesucht. Ich war schon... Aber, also ich muss schon sagen, für Dark Knight ist das schon ganz schönes unteres Eck. Ja, ich weiß, der Michael wird mich das ist schon... Das ist da, im untersten Eck. Ja. Aber einer wird immer der Letzte sein. Ja. Das ist halt so. Und hier Ghostbusters, riesengroß. Darfst du mit drauf? Willst du mit drauf? Egal. Genau. Hier noch. Das ist die Sandra, die habe ich auch irgendwann gesammelt. Mal gesammelt. Bei Amazon gekauft. Oh mein Gott. Gesammelt. Soll ich dir mal das Licht anmachen? Ja, bitte. Siehst du vielleicht schon ein bisschen besser. Oh, Hilfe. Ich entschuldige mal dann den Ständer hier auf Seite. Tu mal meinen Ständer auf Seite. Danke. Ah Gott, und das scheiß geile Teil. Disney Schloss Hammer, also wirklich übelst geil. Ja. Wie lange sitzt man da drüber, das zusammenzubauen? 4 Tage. Echt? 4 Tage und viel Nerven. Das schaut ja, das will ich jetzt so gerne mal zusammenbauen. Ja, kann man es nochmal zerstören? Ich brauch's dann. Dadurch 2 graue Haare wahrscheinlich bekommen. Und die, also du bist ja auch ein riesengroßer Nightmare Before Christmas Fan, ne? Ja, aber nur in Verbindung mit Disney, weil das sind Sachen, die habe ich alle in Disneyland gekauft. Ja, das habe ich mitgekriegt. Weil ich mag das einfach, ich mag das, das Merchandise von Disney unheimlich gerne. Sau cool. Sau cool. Und gerade zu Halloween. Das Ding ist einfach nur geil. Ist das ein Eigen? Ist, ne? Aber hast du auch selber mit Beleuchtung gemacht, oder? Selber Beleuchtung. Habe ich selber gemacht. Das sind alles anders so LED-Strips. Wahnsinn. Und dann geht es hier drüben noch weiter mit ganz viel weißen Editionen noch von Filmen. Ja. Aber Walking ist schon ganz schön weit oben. Ne? Da ist auch kein Platz mehr gefunden dafür. Ich habe die letzte The Walking Dead, wie hieß die? Truck Walker? Truck Walker, habe ich voll verpasst. Ja. Das gibt's hier nicht mehr. Ich kann mich voll ärgern. Ja. Ich hab sonst alle. Ich habe die bei Zavi noch gekauft für einen günstigen Preis. Ich könnte mich dafür in den Puppes beißen. Hier die ganzen. Vielleicht kriege ich sie nochmal. Dealbooks. Ich gebe Bennett auf. Irgendjemand verkauft die irgendwann mal. Ja. Entschuldigung. Dass ich die jetzt vorm Fernseher rumlaufe. Wahnsinn, echt cool. Also wirklich Hammer. Hammergeil. Hast du dir eigentlich von Batman vs. Superman beide Figuren geholt? Oder auch nur den Batman. Ja, weil habe ich auch Genau. Der war alle cool. Ich habe mir auch den Batman geholt, weil ich den Superman schon hatte. Und ich fand den Batman auch richtig geil. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ein cooler Batman. Hat mir auch gut gefallen. Ben Affleck wollte mir stellenweise aber zu animiert war. Ja. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Aber Ben Affleck als Batman war schon... Ja, fand ich auch großartig. Ja. Ich bin so darüber gespannt. Und da Raumschiff Enterprise. NCC-171E. Also das Coole ist immer, manchmal wenn ich hier vorbeikomme, dann machen wir hier Check 5. Ich warte auf den Tag, bis die Hand zusammengeht. Das glaube ich. Dann kenne ich dann aber. Dann kennst du, oder? Ja, wenn die Sandra nicht hier ist, das ist auch so für mich so wie ein Freund geworden. Ja, klar. Na, alles klar, willst du einen Kaffee? Weißt du? Alter, hau Witzen, alles klar. Und dann noch die Enterprise A. Ja, was soll ich sagen? Liebe Andi, echt. Ich bin sprachlos. Echt wahr. Ich bin wirklich sprachlos. Ich auch. Das ist ein richtiger Verpackungssammler, der Andi. Ja, er ist Verpackungssammler. Er ist alles noch original eingepackt. Ja, ich weiß halt nicht, wo ich jetzt hinstellen soll. Unglaublich. Ich übergebe mal die Kamera. Ja, das ist die Kamera. Das Ding ist schon ganz heiß gelaufen. Ja, liebe Filmfreunde, was soll man sagen? Also Andi, vielen herzlichen Dank, dass ich bei euch sein durfte, bei dir sein durfte. Sehr gerne. Denn die Sammlung anzugucken, das ist schon ein Brett. Also ich habe jetzt in den 2 Tagen, wo ich jetzt hier war, wirklich 3 geniale Sammlungen gesehen. Unglaublich. Und echt
Hammer, hammer geil. Wirklich herzlichsten Dank, dass ich da sein durfte. Echt wahr. Das macht mich echt ein bisschen stolz, das zu sehen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Sau cool. Ja, und das war, wie gesagt, dass das jetzt so alles so schnell gekommen ist. Ich hätte es auch nicht mit gerechnet, dass mal dass du mal hier drin stehst. Ich hätte eher gedacht, dass das Atomkraftwerk im Mittelmeer zurückgebaut wird, statt dass du hier bist. Ja. Auf jeden Fall danke, auch dich mal kennenzulernen. Sehr gerne, und war ja, auf jeden Fall, war schön. Hätte ich verkehrt gesagt. Nee, ich war ein bisschen nervös jetzt. Ja, auf jeden Fall echt herzlichsten Dank. Und ja, wie gesagt, schaut die Sammlung euch nochmal genau an. Wirklich, das kann man sich einfach immer wieder angucken. Also, ich komme vom Staunen gar nicht mal raus. Wirklich war Hammer. Und ja, das war's von der Overview beim Andi, vom Andis Kinoblog. Wahnsinn, sau cool. Und ja, das war's von mir. Tschüss. Ciao. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Overview-Video von dem guten Andi von Andis Kinoblog. Und was soll ich sagen? Hammer, 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 geile Sammlung. Ohne Scheiß. Ich bin wirklich sprachlos. Also ich bin jetzt wirklich in diesen zwei Tagen, wo ich jetzt hier bin, wirklich dreimal sprachlos gewesen. Einmal beim Micha, einmal beim Roland, einmal jetzt beim Andi. Und ihr wisst, ich bin wirklich nicht oft sprachlos zu machen, weil ich bin immer nur am Quatschen. Aber da war es wirklich echt auch, oder da war ich wirklich sprachlos. Also Wahnsinn, diese Sammlung ist überragend. Also Andi, nochmal herzlichsten Dank wirklich war für dieses ganz tolle Nachmittag jetzt mit dir. War echt sau cool, dich mal kennengelernt zu haben. War wirklich ein sehr schönes Gespräch, Interview mit dir und natürlich auch so private Gespräche auch zu führen. War echt klasse. Und ich hoffe mal, dass wir auch noch in Zukunft ein bisschen was zusammen machen werden, wenn es die Zeit und auch natürlich auch die Zukunft bringt, ja, und ja, ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen, liebe Leute, denn es war wirklich überragend. Und jetzt fahren wir wieder zurück zu Micha und mal gucken, wo es noch weitergeht. Auf jeden Fall unglaublich. Ja, das war auf jeden Fall das Overview-Video von Andis Kinoblog, wahnsinnig geil. Und ja, viel Spaß auf meinem Kanal und bis dann, tschüss mit Ö und Piep. Yo, da kommt mal was. Tschüss, muss er sagen. Also, tschüss. Ja, wie jede Frau. Warst du schon auf Play? Immer. Ja, ja, der macht immer Outtakes. Rutsch noch ein bisschen rüber, dann sind wir... Also gut. So. Ja. Was? Wie? Hä? Gut. Gut. So. Alles gut. Alles gut. Nicht, weil wir können ja nochmal einrauchen gehen. Warum bist du denn? Ja. Wolltest du jetzt gerade eben wie? Immer diesen Stress hier. Ja, liebe Filmfreunde, das war nun das Overview von... Moment. Ja, liebe Filmfreunde, das und das Overview... Leck mich am Arsch, jetzt hab ich mir weggeguckt.